Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Ja, bin jetzt langsam unterwegs, wieder Richtung Heimat. Die Sonne hat sich verzogen. Nun sieht es wieder aus wie im tiefsten Winter. Bin hier noch in der Rhön. Und ja, jetzt geht's Richtung Heimat. Seht's, Nebel zieht so langsam auf. Und ja, es wird Zeit nach Hause zu fahren. Ach ja. Ist das herrlich. Ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Was habe ich mir denn da für einen komischen Navi-Punkt gesetzt? Aber ich glaube, ich habe so eine leichte Ahnung, wo ich sein könnte. Ich glaube, ich bin unterwegs Richtung Theobaldshof. Habe ich die sehr starke Vermutung im Moment. Kann das sein? Man weiß es nicht. Hier haben sie auf jeden Fall Schneefangnetze. Die sind auch teilweise hier, sind es noch 15 cm Schnee. Ich scheine hier ganz schön hoch zu sein. Aber dafür ist es gar nicht immer so frisch. Also ich schätze mal, es sind hier immer noch Plusgrade. Doch, das könnte hier Richtung Theobaldshof sein. Bin mir aber nicht sicher. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ach, ist das herrlich, Leute. Sieht man was vom Sonnenuntergang? Naja, nicht wirklich. So, normalerweise fahre ich hier immer rum. Biege immer mal hier ab. Mal gucken, wo er uns hinschickt. Theobaldshof, sah nicht doch. Mein Gott. Ich hoffe mal, ihr seht das Panorama hier noch. Ist das geil. So rum bin ich ja hier noch nie raus. Also hey, muss ich dringendst noch mal hin, wenn es ein bisschen heller ist, damit ihr auch was seht. Und vor allen Dingen, wenn es ein bisschen wärmer ist, damit man die Kurve anständig fahren kann hier. Mal kurz das Warnblinklicht an. Falsche Schalter. Das ist halt der Nachteil von dicken Handschuhen, ne? Ja, ja. Passiert. Aber ich glaube, ich habe eine Klappe zu viel auf meinem Helm. Moment, ich klappe euch mal kurz weg. Da. Zack. Und wieder da. Ja, das mit dem Fernlicht muss ich mich noch dran gewöhnen. Weil es reagiert nicht immer gleich sofort. Ach, was freue ich mich auf das diesjährige Vlogger-Treffen. Das ist geil, wir haben alle in ein Hotel gekriegt. Bis jetzt. Die Nachzügler müssen halt mal gucken, ob sie noch mit reinpassen. Oder ob sie ein anderes Hotel nehmen müssen. Müssen wir mal gucken.
Aktuell sind wir, ich glaube, knapp 30 Leute. Oder haben wir die 30 sogar voll? Ich weiß es jetzt gar nicht. Absolut genial. Bin ja mal gespannt, wer der Vortanzer macht. Ich denke mal, das werde ich im guten Röhnschreit überlassen. Vielleicht stelle ich mich zur Verfügung, dass ich ein bisschen vorfahre und diverse Punkte und Kreuzungen vielleicht mir schon mal anschaue. Und wenn die dann im Anflug sind, alle einfach durchwink. Die restlichen mal kurz freundlich bitte auf uns zu warten, dass wir alle in einer Kette durchkommen. Ich denke mal, gerade bei so großen Gruppen, oder groß in Anführungszeichen, wäre das ganz schön, wenn das funktioniert. Mein letztes Jahr mit den 20 Mann war ja überhaupt kein Problem. Der hat mich nicht gesehen erst. Ein bisschen weiter drüben fahren, ja. Bei der Gruppe letztes Jahr war das ja kein Problem. Da war ja nicht wirklich viel abzubiegen. Dieses Jahr haben wir so ein, zwei Ställchen. Und ja, die Strecke ist wirklich schön, die Rönschrad und ich uns auch ausgesucht haben. Das Lustige war, jeder hat seine Favorites zu einer Tour zusammengefasst. Und bis auf einen einzigen Punkt waren wir uns identisch. Oder ich glaube zwei Punkte waren es. Zwei Punkte waren identisch, bis auf zwei war alles identisch. Und eins, die Richtung war bei mir halt andersrum geplant, bis auf die neuralgischen Punkte. Ja, passt natürlich wie Arsch auf Eimer, finde ich absolut genial, dass das so gut passt. Und ja, da war die eigentliche Tour dann schnell zusammengeknüppelt. Wir haben jetzt die Runde gemacht, von der Fahrtrichtung her. Wie der gute Rollenschratz geplant hat oder hatte, da so ein paar Stellen dabei sind, die mir seiner richtungsmäßig besser gefallen oder halt auch mehr Sinn ergeben. Und ja, ihr könnt euch auf eine wirklich richtig, richtig tolle Tour freuen. Selbstverständlich werde ich vor Ort sein, werde für euch Videos mitmachen. Ich werde wahrscheinlich Freitag mit dem Auto kurz rüberfahren nach der Arbeit. Die ersten willkommen heißen, werde dann daheim pennen. Und werde Samstag sehr zeitig dann morgens dort sein. Und ja, das wird eine richtig schöne Veranstaltung. Wir beten jetzt schon, dass wir gutes Wetter haben. Weil das ist das Einzige, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Aber das wird ganz bestimmt, klappt das, bin ich mir hundertprozentig sicher. Wollen wir mal vorbei. Ja, des Weiteren kann ich inzwischen berichten, 70, ja, das meine ich jetzt eigentlich nicht mit berichten, dass ich mir zum Vorsatz gemacht habe, ein bisschen was abzuspecken. Und ja, bin ich aktuell wirklich super gut dabei, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Durch die Umstellung meiner Essensgewohnheiten auf diese 16:8 Methode. Das heißt, 8 Stunden, innerhalb von 8 Stunden im Zeitraum nimmt man seine Mahlzeiten ein, 16 Stunden lang isst man nichts. Ist mir nicht wirklich schwer gefallen, da ich sowieso nicht der Frühstücker so war, habe ich das einfach fortgelassen. Und ja, was soll ich sagen, es sind inzwischen gute 8,5 Kilo weg. Wir haben jetzt, ich glaube, den 5. Februar und damit angefangen habe ich vor roundabout 5 Wochen, ja 6 Wochen. Die ersten 2 Wochen ging es radikal runter,
Und seitdem so peu à peu. Und das ist wirklich top. Bin sehr zufrieden. Habe ich drüben auch grün? Nee. So darf es weitergehen. Weil jetzt das Wetter wieder schöner wird, werde ich sehr wahrscheinlich auch anfangen, wieder Fahrrad zu fahren. Ich meine, im Moment sind ja keine Straßen frei oder geräumt über die Radwege. Was jetzt? Ach, fällt dir mal ein zu blinken, du blöde Kuh. Echt. Sowas Dämliches. Mann, da kann man echt nur schimpfen. Jo, hier geht's gut bergauf. Ich weiß gar nicht, ob die GoPro überhaupt noch was sieht. Ach, brillt die so schön. Hier seht ihr das sogenannte Haus auf der Grenze. Und vor uns das Ganze hier ist das hessische Kegelspiel. Ich hau euch mal hier unten den altbewährten Spruch rein mit den passenden Bergen dazu. Ich kann nämlich nicht auswendig, muss ich zugeben. Ach, ist das herrlich, echt. Es ist nicht kalt, ich habe nicht mal die Griffheizung an. Also hier ist es deutlich wärmer, wie da, wo ich in der letzten Folge war, oder in der vorletzten, da im Schnee oben, wo es noch so 15 cm Schnee hatte. Da war es noch zapfiger, aber also zapfiger wie hier. Hier unten ist jetzt richtig warm. Jetzt noch ein bisschen früher blinken können, du Arsch. Meine Fresse. Ja. Haben wir 10 vor 6 haben wir. Ach, alles im Raum. Essen tue ich heute eh nichts mehr. Gibt es jetzt noch ein schönes Käffchen und einen schönen grünen Tee. Der hilft auch noch ein bisschen beim Abnahme. Ach ja, manchmal muss man es einfach mal laufen lassen. Aber immer dran denken, nur da, wo es wirklich safe ist. Da, das, was ich gemacht habe, war jetzt in ganz in Ordnung. Waren so 10, 20 km/h drüber. Aber naja.
Ja, jetzt geht es eigentlich fast nur noch geradeaus und straight nach Hünfeld. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit an Bord wart. Und ich verabschiede mich mit der Linken zum Gruße, euer Höhentreiber. Tschüss!